Und immer noch befinden sich weit mehr als 200 Geiseln in den Händen der Hamas. Eine von ihnen, Yaden Roman. Die 36-jährige Deutsch-Israelin wurde am 7. Oktober bereits entführt. Ihr Mann konnte fliehen. Mit der gemeinsamen Tochter von Yaden fehlt jede Spur. Ihre Familie versucht seitdem, alles zu tun, um Yaden zu helfen, Aufmerksamkeit hochzuhalten. Yadens Cousine war auch bereits hier bei uns im Studio. Ihr Bruder Gili war vergangene Woche ebenfalls in Berlin. Jetzt kämpft er in den USA darum, dass Yaden und die anderen Geiseln nicht vergessen werden. Mehr von unserem US-Korrespondenten Michael Willenweber. Ihre Großmutter ging mit Henry Kissinger in Nürnberg zur Schule. Yaden Roman, 36 Jahre, Mutter einer dreijährigen Tochter. Beim Überfall auf den Kibbutz Be'eri nahe Gaza fielen sie, ihre Tochter, ihr Mann in die Hände der Hamas-Killer, nutzten einen unbeobachteten Moment für einen Fluchtversuch. Seine Schwester aber schaffte es nicht, erzählt ihr Bruder Gili völlig erschüttert. Am Tag danach. Vier Terroristen liefen ihnen hinterher und schossen. Meine Schwester gab in Panik ihrem Mann ihre Tochter, um ihr Leben zu retten, weil er mit ihr schneller laufen konnte. Die beiden konnten sich im Wald verstecken. Von meiner Schwester aber fehlt jede Spur. Drei Wochen später treffen wir Gili in Washington. Er hetzt durch die amerikanische Hauptstadt. Er will jede Minute, jede Chance nutzen, seiner Schwester irgendwie zu helfen. Wir versuchen alles hier in Washington zu tun, um die Politiker, die Regierung, die verschiedenen Akteure in der arabischen Welt zu bewegen, auf Hamas Druck zu machen und die notwendigen humanitären Schritte zu tun, um die Geiseln zu befreien. Natürlich gibt es eine Website, Bring Them Home. Und in Berlin demonstrierte Gili mit vor dem Brandenburger Tor, machte Druck als Geiselangehöriger auf einer Pressekonferenz. In Washington trifft Gili mehrere Senatoren, das Schicksal seiner Schwester bewegt. Gilis Schilderungen sind auch nur schwer zu ertragen. Wenn du gejagt wirst, musst du harte Entscheidungen treffen. Alle Eltern dürfen wissen, was es bedeutet, dein Kind abzugeben, welches du vielleicht nie mehr wiedersehen wirst. Und sie machte es. Auch Senator Chris Murphy aus Connecticut, ein Nahost-Spezialist, ist sichtlich erschüttert. Seine Reaktion hat aber zwei Botschaften. Es ist wichtig, dass wir über die Art der Kriegsführung diskutieren, aber das Allerwichtigste ist, dass wir die Geiseln zurückbekommen. Die israelische Kriegsführung wird deutlich, wird in den USA immer stärker hinterfragt. Das ist auch für Gili nicht zu überhören. Ein bisschen mehr Hoffnung aber hat er nach diesem Tag in Washington. Ich bin optimistischer, dass sie zu uns stehen. Das ist wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass meine Schwester schon heute zurückkommt. Innerlich stellt er sich darauf ein, dass er noch lange auf seine Schwester warten muss. Aber die Hoffnung, sie lebend wieder in die Arme schließen zu können, will Gili nicht aufgeben.